Also ich freue mich hier, dass ich den Scholz-Jäger am Tisch habe. Ja, er ist ein liebenswürdiger, freundlicher Parlamentarier, fleißig, aber Olaf Scholz mag ihn nicht, weil er jeden Tag Angst haben muss, dass er den letzten Beweis antritt dafür, dass er eine Skandalnudel ist. Und Axel Schmidt ist ja vielleicht mit ihm zusammen demnächst in der Bundestagsfraktion. Da sind wir sehr gespannt, wenn die Zahlen so weitergehen. Aber zunächst beginnen wir mit einem Bericht des Scholz-Jägers Dr. Florian, schöner bayerischer Vorname, aus seiner Arbeit als Scholz-Jäger, Mitglied im Finanzausschuss. Er ist Rechtsanwalt und ist spezialisiert für die Themen, auf die Olaf Scholz sich vielleicht Schuld hat zukommen lassen. Vielen Dank, lieber Helmut Markwort, Herr Schmidt, meine Damen und Herren, liebe Sandra. Bin sehr gern hierher gekommen, weil für den Baden-Württemberger, für den Schwaben ist es doch ein erbauendes Erlebnis, mal in einem vollen bayerischen Wirtshaus zu sprechen. Wir kennen sowas aus dem Fernsehen, aber mal selber da zu sein, ist großartig und freue mich sehr, dass das heute klappt. Und Wirecard ist ja auch ein Thema, was nicht nur viele Gemüter bewegt, sondern es ist auch ein bayerisches Thema. Denn Wirecard ist ja ein bayerisches Unternehmen aus dem Landkreis Münchenland, genau, aus Aschheim, Einsteinring 35. Da hat man in einem ganz normalen Gewerbegebiet im Münchner Umland ein Unternehmen gehabt, das sich mit diesem bodenständigen Image auch ganz gut versucht hat zu tarnen und ganz schön viele Leute getäuscht hat. Wirecard war ein Unternehmen, das als Geschäftsmodell hatte, Zahlungen im Internet abzuwickeln. Das machen wir jeden Tag, also vielleicht nicht jeder, aber wir machen es regelmäßig. Im Internet zahlen, klingt so selbstverständlich, ist aber technisch kompliziert, denn das Geld soll ja an der richtigen Stelle ankommen und es sollen da keine Betrüger unterwegs sein. Also das war das Geschäftsmodell von Wirecard. Das Unternehmen ist Ende der 90er Jahre gegründet worden und hat sich in diesem Bereich eben breit gemacht. Die waren immer ein bisschen profitabler als andere ähnliche Unternehmen und haben immer gesagt, das liegt an unserer großartigen Technik und weil wir so gut aufgestellt sind und den Kunden einfach mehr Mehrwert bieten. Eine Erklärung dafür, dass Wirecard besonders profitabel war, liegt aber auch darin, dass das besonders riskante Märkte angesprochen hat, nämlich Erwachsenenunterhaltung, das sind Erotikangebote im Internet. Wenn man in dem Bereich Zahlungen abwickelt, dann kann man als Zahlungsdienstleister einfach etwas mehr Geld verlangen von seinen Dienstleistern, weil man eben in dem Bereich weniger Konkurrenz hat, weil da einige Banken nicht so gerne reingehen. Und übrigens auch deshalb, weil einige Kunden solcher Angebote immer hinterher sich melden und sagen, ich habe da nichts bestellt und dann muss das Ganze rückabgewickelt werden und da kann es auch mal zu Ausfällen kommen. Deswegen war die Marge von Wirecard recht hoch. Und ähnlicher Grund, sie haben auch sehr viele Online-Spielcasinos bedient, die im illegalen Raum operiert haben. Fast überall auf der Welt ist Glücksspiel im Internet verboten. Und Wirecard hat trotzdem Zahlungen dafür abgewickelt und da konnte man natürlich auch höhere Preise aufrufen, weil das ein riskantes Geschäft war. 2010 passierte etwas Schwieriges für Wirecard, nachdem das Unternehmen lange gewachsen war, auch schon an der Börse war, haben die amerikanischen Behörden gesagt, wir machen jetzt mal Schluss mit diesen Online-Casinos. Wir gehen jetzt wirklich mal gegen sie vor, wir machen die zu und das gelang auch in Amerika. Und Amerika ist, das kann man sich vorstellen, nicht nur bei den physischen Casinos ein ziemlich starker Markt, sondern auch bei den Online-Spielcasinos war die USA ein ganz, ganz wichtiger Markt. Und für Wirecard hieß das erstmals in der Firmengeschichte weniger Geschäft und sinkende Umsätze. Das muss man an der Börse natürlich berichten und dann werden Fragen gestellt, was ist denn bei euch los, warum Internet wächst immer weiter, warum bei Wirecard ausgerechnet weniger als im Vorjahr. Und das haben die natürlich als Problem erkannt, denn sie hätten ja dann sagen müssen, ja, wir haben ja so viel mit den Online-Casinos gemacht und das geht jetzt nicht mehr. Und das wiederum hätte bedeutet, sie gestehen ein, dass sie irgendwie verbotene Dinge finanziert haben, abgewickelt haben. In dem Moment, das ist jedenfalls die gängige Theorie, etwa um das Jahr 2010 begann Wirecard seine Bilanzen zu fälschen, zu manipulieren und das zu kaschieren, dass sie eben solche Dinge da auch gemacht haben. Und das war eigentlich sozusagen die Keimzelle, dass später
größten Betrugsfalls in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Der Gesamtschaden, der dann bis 2020 entstanden ist, wird so auf etwa 27 Milliarden Euro geschätzt. Es gibt einige Bundesländer in Deutschland, die weniger Geld zum Ausgeben haben in einem Jahr als 27 Milliarden Euro. Also es ist eine richtige Größenordnung. Der Großteil der Verluste ist aufgetreten bei Aktionären. Das Unternehmen war in der Spitze an der Börse 24 Milliarden wert, so viel wie Deutsche Bank und Commerzbank zusammen. Muss man sich mal vorstellen. Es gab bei Wirecard sogar so eine Art Planungsskizze. Wirecard hat Gutachter, eine Unternehmensberatung damit beauftragt, die Übernahme der Deutschen Bank zu planen, also die feindliche Übernahme der Deutschen Bank zu planen. Das war natürlich ein bisschen größenwahnsinnig, zeigt aber, welchen Börsenwert das Unternehmen zwischenzeitlich hatte, nämlich deutlich mehr als die Deutsche Bank. Und entsprechend sind die natürlich auch aufgetreten. Ja, wie ging es nach 2010 weiter? Die Bilanzen wurden erst in kleinem Umfang gefälscht und später in immer größerem Umfang, wie bei so einem Schneeball, wie bei so einer Lawine, die immer größer wird. Und Technik war im Grunde so, dass Wirecard erst irgendwie Unternehmensbeteiligungen im Ausland gekauft hat und die zu überhöhten Werten in der Bilanz verbucht hat. Und dadurch sah gewissermaßen das Unternehmen aus, als ob es weiter wachsen würde. Als dann immer mehr Anleger und Analysten auch mal auf diese Auslandsbeteiligung geguckt haben und dann auch mal jemand nach Indien gefahren ist und mal geguckt hat und festgestellt hat, dass eine sehr hoch bewertete Beteiligung dort nahezu keine sichtbaren Filialen oder andere Geschäftstätigkeiten hat, wurde der Betrug umgestellt. Etwa um das Jahr 2015, 2016 hat Wirecard eine andere Geschichte erfunden. Sie haben im Großen und Ganzen gesagt, wir erobern jetzt den asiatischen Markt. Riesiger, bevölkerungsstarker Markt natürlich, junge Bevölkerung, Schwellenländer, viele Schwellenländer, wo die Leute erst so langsam ans Internet rangeführt werden, wo sie zunehmend auch mehr Geld haben, das sie ausgeben können, also ein Wachstumsmarkt, Asien insgesamt. Und da hat man gesagt, in Asien ist die Lage ein bisschen komplizierter als in Europa. In Europa haben wir eine Zahlungslizenz, eine Erlaubnis, diese Zahlungen abzuwickeln für die ganze EU und das ist alles ziemlich einfach und standardisiert. In Asien hat Wirecard gesagt, kompliziert, in jedem Land andere Voraussetzungen, andere Regeln, in jedem Land brauchst du eine eigene Lizenz, viel zu schwierig. Und dann haben sie gesagt, wir machen das in den asiatischen Ländern über lokale Partnerbanken. Ab diesem Moment konnten die Prüfer nicht mehr direkt erkennen, wie viel Umsatz Wirecard eigentlich noch abgewickelt hat. Und Wirecard hat das genutzt, um ein Netz von Schein- und Tarnfirmen zu installieren, also Gesellschaften zu gründen, die mit dem Unternehmen verbunden waren. Und diese Schein- und Tarnfirmen waren dann diejenigen, die angeblich Zahlungen abgewickelt haben, in zum Beispiel den Vereinigten Arabischen Emiraten oder in Indien oder auf den Philippinen. Bloß die steckten mit Wirecard unter einer Decke und da waren Vertraute des Managements, vor allem von dem berühmten Flüchtigen Jan Marszalek, waren da in der Geschäftsführung. Und dementsprechend haben diese Schein- und Tarnfirmen Wirecard immer wieder Umsätze bestätigt, die es gar nicht gegeben hat. Und sie haben ihnen Rechnungen gestellt und ähnliche Dinge. Sie haben ihnen Erlöse weitergeleitet, die nicht existierten. Die Unterlagen, die Belege, die Kontounterlagen waren alle gefälscht. Als wir dann im Untersuchungsausschuss des Bundestages einen ranghohen Wirecard-Mitarbeiter mal da hatten, der das aufgearbeitet hat, der sagte uns, das ganze Asien-Geschäft von Wirecard, und das war am Ende die Hälfte des Konzernumsatzes, das ganze Asien-Geschäft, das war im Großen und Ganzen erfunden. Als das DAX-Unternehmen Wirecard 2020 pleite war, meldete sich kein einziger Kunde aus Asien, wo angeblich jeder zweite Euro verdient wurde, nicht kein einziger Anruf, eine einzige E-Mail, eine Nachfrage, hey, bei mir geht irgendwas nicht, wie geht's weiter mit euch? Also sie haben im Grunde das ganze Asiengeschäft erfunden mit Fälschungen von Dokumenten über befreundete Firmen, so will ich es mal ausdrücken. Wofür haben die das gemacht? Sie haben es gemacht, ich sag mal, nur dadurch, dass ich ein paar Dokumente fälsche und behaupte, ich mache ganz viel Umsatz, habe ich ja noch nichts eingenommen, ist ja gerade kein Umsatz gemacht worden. Wofür also das Ganze? Natürlich hat es den Börsenkurs getrieben, das war gut, weil die waren auch alle an dem Unternehmen beteiligt. Vor allem aber haben die Täter bei Wirecard dieses ständige Wachstum, die auch vom Abschlussprüfer von EY immer wieder unterschriebenen Bilanzen genutzt und sind zu den Banken gegangen. Und es gab ein Bankenkonsortium von etwa 12, 14 Banken, wechselte so ein bisschen,
Die haben Wirecard eine Kreditlinie gegeben, 1,75 Milliarden Euro Dispo, also ohne Zweckbindung, ohne Mittelverwendungskontrolle, so ein Dispo. Und Wirecard hat auch am Kapitalmarkt Schulden aufgenommen über Anleihen. Allein 2019 1,4 Milliarden Euro Schulden aufgenommen. Also wenn man das mit dem Dispo zusammenrechnet, etwa 3 Milliarden Euro Schulden haben die gemacht. Und das Geld ist natürlich bei Wirecard in die Kasse gekommen. Die Banken haben ja alle eingezahlt. Das landete in der Kasse und das ist abgeflossen aus dem Unternehmen. Also dieses Geld, das tatsächlich in die Kasse floss, das wurde von den Tätern aus dem Unternehmen wieder rausgezogen und auf ihre eigenen in ihre eigenen Kanäle umgeleitet. Oh, so funktionierte das Modell, so haben die sich bereichert. Nun muss man natürlich fragen, und das hat uns geleitet, auch im Untersuchungsausschuss, wie konnte das so lange gut gehen? Ab etwa 2016 nahm die Kritik an Wirecard und an diesen Treuhandkonten, diesem ganzen Asiengeschäft auch zu. Gab viele, die darauf geguckt haben. Es gab 2016 einen Bericht, der sogenannte Zatara-Bericht, da haben Anleger, Profi-Anleger aus London, Informationen über Wirecard zusammengetragen, Verbindungen auch zu Geldwäsche und so weiter hergeleitet und haben gesagt, die Aktie ist in Wahrheit 0 Euro wert. Kursziel 0 Euro, wurde schon 2016 im Markt publiziert von Profis, von Anlegern. Wirecard hat aber damals etwas geschafft, was leider dann sich auch durchgezogen hat über die Jahre hinweg. Sie haben im Grunde erklärt, sie mussten dazu ja was sagen. Schaut mal her, die Leute, die diesen Bericht geschrieben haben über uns, die handeln ja mit unseren Aktien und die verdienen ja auch Geld damit, dass unser Kurs runtergeht. Also Wirecard hat sich in die Opferrolle begeben und gesagt, das ist alles Lüge, das ist alles Lug und Trug. Hier soll ein tolles bayerisches Unternehmen kaputt geredet werden, weil einige daran Geld verdienen wollen. Und das verfing, weil man in Deutschland schon ein bisschen stolz war auf Wirecard. Ne? Wir haben ja in Deutschland, wird uns ja oft gesagt, so hört jeder Politiker im Ausland, ja, wo ist denn euer Google, wo ist denn euer Amazon, wo ist denn euer Facebook, was macht ihr eigentlich digital? Ihr habt tolle Unternehmen, aber die sind alle uralt, Deutsche Bank, Siemens, bekannt, aber alles irgendwie schon sehr, sehr alt. Wo sind die neuen Unternehmen aus Deutschland? Was macht ihr digital? Das hört eine Frau Merkel, das hört auch ein Bundeswirtschaftsminister, hört das im Ausland sehr, sehr oft. Wobei ich nicht glaube, dass das zwingend jetzt ein berechtigter Einwand ist, solange die Unternehmen es immer wieder schaffen, sich auch neu zu erfinden. Kann man ja auch mit sehr traditionsreichen Unternehmen erfolgreich sein. Aber wir hören das als Deutsche schon oft. Und da war man stolz. Wirecard, auch mal ein neues Unternehmen. Und bezahlen im Internet. Und global erfolgreich. Nicht nur hier in Deutschland. In Asien, schaut her. Also die deutsche Politik und auch die Finanzaufsicht hat sich sehr hinter das Unternehmen gestellt. Und hat diese Geschichte, das sind die Opfer von Spekulanten, gerne mitgespielt. Und 2019 war dann sozusagen das Katastrophenjahr, wo man wirklich sagen muss, da ist alles schiefgegangen. Wirecard war 2018 in den DAX aufgestiegen, war auf dem Höhepunkt seines Börsenwerts. Die angesagteste, die meistgehandelte Aktie auch im DAX übrigens, weil natürlich, wenn man jedes Jahr eine Bilanz vorlegt mit 30% Umsatzwachstum, da denken die Anleger, boah, da muss ich dabei sein, muss ich rein investieren. Also es war eine der angesagtesten Aktien überhaupt in Deutschland. Aber es kam etwas in Bewegung in Bezug auf diesen Betrug. Ein Mitarbeiter aus Singapur hatte nämlich, war ein sogenannter Whistleblower, hatte also Alarm geschlagen. Und jemand bei Wirecard, der mitgedacht hatte, der auch nicht Teil des Betrugsnetzwerks war, hatte eine Anwaltskanzlei beauftragt in Singapur zu untersuchen, was ist denn an den Vorwürfen dran? Die Vorwürfe lauteten, in Singapur wird die Bilanz gefälscht, da werden Dokumente gefälscht, da werden Verträge irgendwie erfunden oder rückdatiert, etc., werden Unterschriften gefälscht, alles Mögliche. Also es war schon heftig. Das hat diese Anwaltskanzlei untersucht und sie hat auch einen Bericht geschrieben, 80 Seiten etwa, und der ging im Jahr 2019, im Januar, über einen Whistleblower, über eine undichte Stelle bei Wirecard an die Financial Times, also eine Wirtschaftszeitung in London, manche sagen die angesehenste der Welt, eine jedenfalls sehr reputierliche. Der Bericht ging auch an die deutsche Finanzaufsicht, die BaFin in Frankfurt, und der Bericht ging auch an die Staatsanwaltschaft hier in München, denn die war natürlich für die ganzen Wirecard-Geschichten als Staatsanwaltschaft zuständig. Sie können sich schon vorstellen, wer von den dreien reagiert hat auf den Bericht, das war die Financial Times. Bei den anderen ist der Bericht erstmal nicht beachtet worden. Die Financial Times hatte ihn und hat am 30. Januar und dann noch Anfang Februar zweimal
Stücke über Wirecard veröffentlicht in Bezug auf Singapur. Und über Bilanzfälschung, über Urkundenfälschung, über kriminelle Aktivitäten bei Wirecard in Singapur berichtet. Nun war das eine angesagte Aktie, viele Fonds waren drin, viele auch Kleinanleger waren bei Wirecard drin, also der Bericht ist eingeschlagen wie eine Bombe. Beim DAX-Champion, beim heißesten Unternehmen im DAX, Bilanzfälschung. Und der Aktienkurs brach innerhalb von Tagen um 40% weg. Wirecard war also sozusagen unter Druck, es ging eigentlich um alles. Ja? Man muss sich ja äußern als Unternehmen, wenn solche Vorwürfe im Raum stehen, muss man was zu sagen. Und es wurde wieder die Opfergeschichte ausgepackt. Böse Spekulanten aus dem Ausland wollen ein tolles deutsches Unternehmen kaputt reden. Und, nun musste man ja noch was zur Financial Times sagen, die Financial Times ist gekauft. Die steckt mit Spekulanten unter einer Decke. Der Journalist Dan McCrum, der diese Artikel geschrieben hat, hat Wirecard gesagt, der kassiert einfach ein bisschen Geld dafür. Die einen wetten auf fallende Kurse und der Journalist schreibt und kriegt auch was ab. So war die Verteidigungsgeschichte. Das wurde aber schwierig, weil die Financial Times ja nicht einmal, sondern drei Artikel hintereinander geschrieben hat und immer noch konkreter wurde. Und insofern musste Wirecard die nächste Stufe zünden. Und das bedeutete, sie haben angefangen, Beweismittel zu erzeugen gegen die Financial Times, selbst herzustellen, um die Financial Times zu kompromittieren. Wirecard hat dann einen Menschen gefunden, Daniel Harris hieß der. Der wurde der Staatsanwaltschaft in München, zu der ein ganz guter Kontakt bestand, Wirecard, über einen Anwalt aus München zur Staatsanwaltschaft hier, eine Erklärung geschickt von Daniel James Harris, einem Londoner Aktienhändler, so sagte Wirecard. Da stand eidesstattliche Versicherung drüber. Dann stand in dieser Erklärung drin, Daniel James Harris erklärt, ich habe gehört, ein Broker von mir, also ein Geschäftspartner von mir, hat mir erzählt, dass er einen Freund hat. Und der Freund, dem wurde angeboten, oder dem wurde der Tipp gegeben, setz mal bei Wirecard auf fallende Kurse, da kommt wieder was. Namen wurden nicht genannt, die Erklärung war auch nicht unterschrieben. Aber sie ging an die Staatsanwaltschaft und wir haben dann im Untersuchungsausschuss mal nachgeguckt und haben herausgefunden, dass Daniel James Harris 2019, als diese Erklärung irgendwie erstellt wurde, schon lange nicht mehr Aktienhändler war, das war er früher mal gewesen, aber 2019 war der frisch aus dem Gefängnis entlassen in London, weil der nämlich vorher einen Kokainhändlerring organisiert hatte. Also der Mann brauchte Geld und hatte, dementsprechend war er nicht arg wählerisch, wie er rankommt und hat diese Erklärung verfasst, aber aus guten Gründen nicht unterschrieben. Aber da merkte man schon auf, bei der Staatsanwaltschaft und auch bei der BaFin, bei der Finanzaufsicht, gesagt, oha, da scheint ja doch was vorzulegen gegen die Financial Times und so. Scheint ja doch was dran zu sein an diesen bösen Spekulationen gegen das Unternehmen. Es reichte aber noch nicht, Wirecard hat noch mehr gemacht. Der Anwalt von Wirecard rief bei der Staatsanwaltschaft München an und sagte, hey, ich habe heute einen Telefonanruf gekriegt von Jan Marsalek. Jan Marsalek, der Asienvorstand, Sie wissen, der ist immer noch flüchtig. Ne? Eine der Hauptpersonen, wenn nicht die Hauptperson des Betrugs, war Marsalek. Der hat er angerufen beim Anwalt. Und die Staatsanwaltschaft hat dann vermerkt, Jan Marsalek sei Chief Compliance Officer von Wirecard. In Wahrheit war er Chief Operations Officer, also COO. Aber man wusste bei der Staatsanwaltschaft scheinbar nicht, was die Abkürzung COO bedeutet. Und dann wurde er zum Compliance Officer gemacht, was eine besonders ironische Note ist, dass der Hauptbetrüger für die Compliance zuständig gewesen sein soll. Aber das war nicht das Schlimmste, sondern der Anwalt sagte, bei Herrn Marsalek hat heute Bloomberg angerufen. Bloomberg ist ein Unternehmen, das ist so ein Wirtschaftsnachrichtenticker, da kann man, wenn man das abonniert hat, alle Banken, alle Investoren haben Bloomberg, da kann man mitlesen, was gerade in der Unternehmenswelt los ist, welche Zahlen vorgestellt werden und wer irgendwie in den Vorstand kommt und so. Also wichtig für die Investoren-Community. Ja, und Bloomberg habe bei Wirecard angerufen, bei Herrn Marsalek. Und Bloomberg, Namen wurden da auch nicht genannt, Bloomberg verlangt von Wirecard 6 Millionen Euro. Wenn 6 Millionen Euro nicht bezahlt werden, dann steigt Bloomberg in die Berichterstattung der Financial Times ein, also schreibt auch schlecht über Wirecard. Das wurde alles in München bei der Staatsanwaltschaft zu Protokoll genommen und das Protokoll ging nach Frankfurt zur Finanzaufsicht, zur BaFin und wurde dort mit großer Sorge zur Kenntnis genommen und die BaFin legte sofort los. Das war an einem Freitag. Über das Wochenende wurde eine Maßnahme vorbereitet, nämlich ein Leerverkaufsverbot auf Wirecard-Aktien. Ein Leerverkaufsverbot verbietet bestimmte Spekulationsgeschäfte mit Aktien, nämlich Leerverkäufe. Beim Leerverkauf profitiert der Leerverkäufer von fallenden Aktienkursen.
Und die wollte man verbieten, weil man eben sagte, ja, da wird ja scheinbar gegen Wirecard spekuliert. Sieht man ja an Daniel James Harris und sieht man auch an Bloomberg, diese Erpressung. So. Und dann kam am Montag das Leerverkaufsverbot für Wirecard-Aktien. Man muss dazu wissen, es gab mal ein Leerverkaufsverbot für alle Aktien auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008. Ein Leerverkaufsverbot für eine Einzelaktie gab es in Deutschland vorher und hinterher nie mehr. Es ist ein absolut außergewöhnlicher Schritt, sowas zu machen. Das ist ja auch ein tiefer Eingriff in den Markt. Aber was war die Wirkung des Leerverkaufsverbots? Ich meine, alle Aktionäre, gerade die Wirecard gekauft hatten, die haben natürlich geguckt, wie geht das weiter? Wer hat denn jetzt recht? Was ist denn dran an der Financial Times Berichterstattung? Oder hat Wirecard vielleicht doch recht und da steckt böse Spekulanten dahinter? Und dann kam am 18. Februar 2019 das Leerverkaufsverbot der BaFin. Und das Signal war ja klar, wenn die BaFin Leerverkäufe verbietet, verbietet sie Spekulationsgeschäfte auf Wirecard-Aktien. Jeder, der einen Funken Verstand hat auf dem Finanzmarkt, was das heißt, konnte eigentlich nur zu dem Ergebnis kommen, die deutsche Finanzaufsicht, die BaFin, ist auch der Meinung, dass Wirecard Opfer von Spekulantenattacken ist. Sonst bräuchte ich keinen Leerverkaufsverbot. Es gibt keine Rechtfertigung für so eine Maßnahme, wenn keine Spekulationsattacken stattfinden. Und insofern waren viele Aktionäre natürlich erleichtert und gesagt, boah, ja super, ich habe es ja gleich gewusst, tolles Unternehmen, ich kaufe noch ein paar Aktien nach. Ja? Die Kurse sind unten, nachkaufen. Und die BaFin hat noch etwas anderes gemacht, was mindestens genauso schlimm ist wie das Leerverkaufsverbot. Nämlich, sie hat Dan McCrum, den Journalisten der Financial Times, und eine Kollegin von ihm bei der Staatsanwaltschaft in München angezeigt, wegen des Vorwurfs der Marktmanipulation. Marktmanipulation hätte in dem Fall bedeutet, Dan McCrum hat absichtlich, wissentlich Lügengeschichten in die Zeitung gesetzt und hat dafür Geld bekommen. Das ist Marktmanipulation, wenn Journalisten angezeigt werden. Und das war der Vorwurf der BaFin gegen Dan McCrum. Die Staatsanwaltschaft in München hat das aufgegriffen und 1,5 Jahre gegen Dan McCrum ermittelt. Erst als Wirecard pleite war, hat man irgendwann eingestellt. Aber so lange haben die ermittelt. Nachdem dann also die BaFin sich so positioniert hatte, auch die Anzeige wurde ja bekannt und die Aktionäre haben alle gesagt, Mensch, super, ja, hätte ich bei der Financial Times nicht gedacht, aber jetzt kannst du die Aktie ja wieder kaufen. Der Kurs ging wieder hoch, wundervoll. Er war wieder da, wo er vorher war. EY, der Wirtschaftsprüfer, hat das nächste Testat erteilt und den Abschluss 2018 ohne Beanstandungen unterschrieben. Die Welt war wieder in Ordnung und Wirecard hat das genutzt. Die haben nämlich dann diesen Dispo-Kredit bei den Banken aufgenommen, die haben weitere Schulden aufgenommen, die haben das Boot nochmal vollgeladen. Es ist auch gleich wieder abgeflossen, also man hat es nicht arg lang im Unternehmen gelassen, es ist gleich wieder geplündert worden. Dan McCrum, der Journalist der Financial Times, bekam nach der Anzeige ein bisschen Probleme mit seinem Arbeitgeber. Der Verleger stand zwar hinter ihm, aber er hat gesagt, naja, muss ich schon mal untersuchen. Und es lief dann eine interne Untersuchung gegen Dan McCrum bei der Financial Times und er durfte 3 Monate nichts über Wirecard schreiben. In der Zeit haben Aktionäre freundlich weitergekauft. Die Bundeskanzlerin hat in der Zeit sich dafür eingesetzt, dass Wirecard auf dem chinesischen Markt ein chinesisches Unternehmen kaufen durfte. Sie hat den chinesischen Staatspräsidenten gebeten, dafür den Weg frei zu machen. Und nachdem die Bundeskanzlerin das angesprochen hatte, auf Bitten von Karl-Theodor zu Guttenberg übrigens, der bei Wirecard als Berater unterwegs war, hat es nach 8 Wochen auch geklappt und Wirecard durfte auf dem chinesischen Markt zuschlagen. Und gut, also die haben das genutzt, die Zeit, deswegen ist es auch tatsächlich nicht egal gewesen, sondern es hat den Schaden beträchtlich vergrößert, dass die Behörden so gehandelt haben. Und dann im Oktober durfte Dan McCrum allerdings wieder schreiben und hat dann einen Artikel geschrieben über das Asiengeschäft, über diese Scheingesellschaften, der Wirecard auf der Zeitachse dann auch das Genick gebrochen hat, weil dann neue Prüfer von KPMG ins Boot kamen. Und man dann im Jahr 2020 endlich auch wirklich so weit war zu sagen, okay, Wirecard hat diese Gelder nicht und das musste das Unternehmen dann auch eingestehen. Das war der lange Weg zur Insolvenz. Ein Weg, der deshalb so lang war, weil die Behörden beträchtlich dazu beigetragen haben, sich auf die Seite von Wirecard gestellt haben. Also man kann sagen, das war eine Art Bankraub, der da stattgefunden hat. Aber nicht ein Bankraub der Sorte, wo der Bankräuber sich mit seinem Komplizen im Nachbarhaus einmietet und nachts, wenn niemand guckt, den Tunnel 10 Meter unter der Erde in den Tresorraum gräbt und dann irgendwann verschwunden ist. Sondern dieser Bankraub,
der hat sich eher so abgespielt, dass da die Bankräuber 1,5 Jahre mit Strumpfmaske und Maschinenpistole über den Marktplatz marschiert sind und keiner hat erkannt, dass das Bankräuber sind. Und das hat uns natürlich interessiert. Wie kann denn das, also es passieren Verbrechen und das wird auch immer so sein und es gibt keine totale Kontrolle. Das kann man auch niemandem garantieren, dass sowas völlig unmöglich ist. Aber in diesem Fall war es so offensichtlich und so klar und die Hinweise waren so eindeutig, die es gegeben hat, dass man sich schon wundert, dass die Bankräuber nicht früher gestoppt wurden. Und das hat uns interessiert. Und wir sind dann im Untersuchungsausschuss eben auf ein Geflecht von Unzuständigkeiten und Fehleinschätzungen getroffen, aber auch auf eine Bundesregierung, die das Unternehmen protegiert hat. Die Bundeskanzlerin, die für das Unternehmen geworben hat. Sowas macht auch Eindruck bei der Finanzaufsicht, wenn die Bundeskanzlerin sagt, Mensch, hier ist unser Digital-Champion, dem mache ich den Weg nach China frei. Das macht Eindruck auf Beamte, die da am Schreibtisch sitzen und Entscheidungen treffen. Und jetzt kommen wir zu Olaf Scholz. Olaf Scholz ist als Bundesfinanzminister zuständig für die Finanzaufsicht für die BaFin und übrigens auch für die Geldwäscheaufsicht für die FIU, die heute ja auch Anlass war für eine Razzia im Bundesfinanzministerium. Ich habe es auch noch nie erlebt. Zumal man ja sagen muss, Razzia, Durchsuchung heißt, die Staatsanwaltschaft ist der Meinung, sie muss zwangsweise da rein mit Zwangsmitteln, ich sage jetzt mal wie bei Privatpersonen, weil man offenbar nicht darauf vertraut, dass das Ministerium von sich aus angeforderte Unterlagen rausrückt. Also das ist eine harte Misstrauenserklärung gegenüber der Kooperationsbereitschaft des Ministeriums, was da heute passiert ist. Aber Scholz ist verantwortlich für die BaFin und für die FIU, also die Geldwäschebehörde, die so abgekürzt wird. Und Olaf Scholz, das haben wir ausgearbeitet im Untersuchungsausschuss, war über die 1,5 Jahre bei Wirecard beständig informiert, was die Finanzaufsicht gemacht hat, was sie gewusst hat. Die europäische Wertpapieraufsicht, ESMA wird die abgekürzt, die europäische Behörde, die sozusagen sich mit Kapitalmärkten beschäftigt, hat den Fall Wirecard untersucht und sie haben reingeschrieben in ihren Bericht, sie hätten noch nie einen Fall gesehen, einen Einzelfall gesehen, wo sich ein Ministerium derart intensiv eingeschaltet hätte bei der Beaufsichtigung eines Unternehmens wie im Fall Wirecard. Das sei beispiellos gewesen, die Einbindung des Ministeriums. Und das ist ja auch völlig klar, weil natürlich meldet die Finanzaufsicht nicht, wenn sie bei der Sparkasse irgendwo in Deutschland irgendwo einen Missstand gefunden hat und gerade dabei ist, den abzustellen. Aber wenn ein DAX-Unternehmen noch dazu ein so sozusagen hoch bewertetes DAX-Unternehmen wie Wirecard des Betruges beschuldigt wird und man überlegt, wie geht man jetzt vor, macht man Leerverkaufsverbote, wie ist das mit der Financial Times, die ganze Welt hat ja über Wirecard gesprochen, völlig klar, dass eine Aufsichtsbehörde da nicht alleine irgendwie, dass da der Sachbearbeiter entscheidet, was passiert, sondern natürlich haben die sich rückgekoppelt mit dem Bundesfinanzministerium und auch völlig zu Recht im Übrigen, das sind so wichtige Themen, da muss die politische Führungsebene auch eingebunden sein, auch mitentscheiden und so ist es auch passiert, korrekterweise und dementsprechend muss man eben auch sagen, alle Fehler der Finanzaufsicht, und das gab einige, Leerverkaufsverbot, Anzeige, ich könnte noch weitere nennen, alle Fehler der Finanzaufsicht sind am Ende Fehler, die in direkter Abstimmung mit dem Ministerium passiert sind. Und gerade an Schlüsselstellen des Falls Wirecard war auch die Führungsebene des Finanzministeriums beteiligt. Zum Beispiel bei dem berühmten Leerverkaufsverbot, das ich erwähnt habe, wissen wir, dass das vorab, bei Staatssekretär Jörg Kukies gelandet ist, also direkt unter Scholz, und dass das Leerverkaufsverbot ebenfalls vorab bei der Leitung des Ministerbüros von Olaf Scholz gelandet ist. Höher geht nicht, sage ich mal. Und dementsprechend ist das eben auch ein Leerverkaufsverbot von Olaf Scholz. Und das muss man, glaube ich, gerade in den Tagen, und wenn man sich auf die Umfragen jetzt mal zur Bundestagswahl konzentriert, schon auch nochmal sagen, wenn der Mann plakatiert, Scholz packt es an, kann ich nur sagen, er hat fast nichts angepackt, da wo er hätte handeln müssen. Und da wo gehandelt wurde, da wurde aufs eigene Tor geschossen. Da hat man die falsche Seite unterstützt. Und das ist Scholz packt es an. Und da sollten die Leute vielleicht auch noch mal vor der Wahl noch mal gründlicher drüber nachdenken, ob das wirklich der Mann ist mit den Führungs- und Entscheidungskompetenzen, der jetzt für Deutschland gebraucht wird in den nächsten Jahren. Ja, so also als Überblick erstmal über den Fall Wirecard, das ist definitiv ein Fall auch politischer Verantwortung. Ich freue mich sehr gerne, noch ein paar Fragen zu beantworten. Auch Bayern spielt noch eine Rolle. Wenn Sie zu Bayern noch mehr wissen wollen, können wir das in der Fragerunde aufgreifen. Geheimdienste spielen eine Rolle. Marjalek war da sehr, sehr stark unterwegs.
zum Wirtschaftsprüfer, zu EY kann ich gerne noch was sagen oder zu allen anderen Dingen, die Sie interessieren. Aber so als Überblick und vielleicht auch als Darstellung, warum Wirecard eben nicht nur Pech war, sondern Verwaltungs- und Regierungsversagen in einem, habe ich Ihnen vielleicht einen gewissen Überblick gegeben. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die weiteren Fragen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Tonka. Das war jetzt ein spannender, ausführlicher, informativer Bericht für ein fortgeschrittenes Publikum. Ja, warum bleibt von diesem Riesenskandal an Olaf Scholz so wenig hängen? Weil es so kompliziert ist, weil es technisch ist. Und unter Journalisten gibt es ja das Wort, besonders im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, bist du noch so fleißig, es werden nur 1,30. Diese Geschichte können Sie nicht in einer Minute 30 erklären. Sie können in einer Minute 30 erklären, dass Laschet blödsinnigerweise zum falschen Zeitpunkt gelacht hat. Sie können schnell erklären, dass die Frau Baerbock am Lebenslauf gefingert hat und hat Geld falsch abgearbeitet. Diese Geschichte können Sie dem Publikum nicht nahebringen, deswegen perlt sie ab. Mich hat besonders immer interessiert, schon seit langem, das Schicksal der beiden Kollegen von der Financial Times. Das waren erstklassige Superjournalisten. Die wurden angezeigt von der deutschen Bundesfinanzaufsicht. Sie wurden verfolgt. Honka hat es ja erklärt. Auch der eigene Chef war dann misstrauisch. Inzwischen gibt es ein Happy End. Sie sind preisgekrönt. Sie sind Helden meiner Branche, worauf ich sehr stolz bin. Aber es war wahnsinnig schwer, das durchzusetzen. Und deswegen denke ich, mit einem fortgeschrittenen Publikum muss man sich Mühe geben, auch komplizierte Dinge dem Publikum nahezubringen. Denn der Olaf Scholz ist ja ein Meister der Verdrängung. Wir reden auch gleich noch über ein paar andere Punkte. Aber jetzt hatte Axel Schmidt noch zwei Fragen, die vielleicht das Thema noch besser aufklären. Ja, vielen Dank, Herr Marquardt, und vielen Dank, Herr Dr. Tomka, das Mikrofon, für die Ausführungen. Ich hatte zwei Fragen, aber eine haben Sie schon fast beantwortet, Herr Marquardt, nämlich, das war so mein erster Gedanke, warum perlt das alles bei Olaf Scholz ab? Warum kommt es nicht, warum ist er plötzlich der Publikumstar und lässt sich da feiern und kein Mensch interessiert mehr, was da vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren war? Deswegen lautet diese Frage nochmal an Sie, aber ich habe noch eine zweite Frage und die betrifft vor allem die Mitarbeiter von Wirecard. Ich habe in Jena früher gearbeitet und da gab es auch mal so ein ähnliches Thema, Intershop. Mhm. Stefan Schambach, kein Betrüger, nein, aber es haben viele Kleinanleger damals ihr Geld auch verloren und vor allem Mitarbeiter. Ich hatte dann das Vergnügen, in Jena eine wunderbare Sekretärin zu haben, die vorher für Stefan Schambach gearbeitet hat und die ihr ganzes klein erspartes Vermögen bei ihm verloren hat und ihn trotzdem noch als Helden empfunden hat, by the way. Und er hat dann auch ganz toll nochmal Karriere gemacht, aber die Anleger waren eben geschädigt, vor allem die Mitarbeiter. Wie sieht es bei Wirecard aus? Das ist ja bei uns im Landkreis, man erfährt da kaum drüber, man hat da kaum Kontakt zu diesen Leuten. Gibt es da auch Geschädigte, auch unter dem Mitarbeiterkreis? Was kann man da tun von der Politik? Vielen Dank, Herr Schmidt. Also Olaf Scholz hat eine Technik, mit Kritik umzugehen, die immer dieselbe ist, übrigens auch bei harmloseren Sachen. Bei Wirecard ist ja wirklich ein Schaden entstanden. Das ist übrigens der Unterschied, das muss man auch mal sagen, Baerbocks Lebenslauf, Thema wirft ein schlechtes Bild auf Sie und ist wichtig politisch, um Sie einschätzen zu können. Aber ein Schaden für uns alle irgendwie ist dadurch nicht entstanden. Das ist bei Wirecard anders. Und wir sollten aufpassen, dass wir in der Politik am Ende immer noch unterscheiden, wer hat einen Fehler gemacht, der ärgerlich ist, wer hat Schaden im Amt angerichtet. Und Olaf Scholz hat Schaden angerichtet durch sein Handeln. Und er hat immer die gleiche Art, mit Kritik umzugehen. Und das muss man wollen, wenn man ihn wählt, muss man es wollen. Nämlich dazu nichts zu sagen. Er glaubt also, wir alle sind so gepolt, dass wir es irgendwie dann wieder beiseite legen und bleiben lassen, wenn er dem Ganzen einfach kein Futter gibt, indem er nicht dazu Stellung nimmt. So schätzt er uns ein. Deswegen ist auch das Wort Respekt auf seinen Wahlplakaten übrigens ein sehr fragwürdiges, weil ich glaube, das ist respektlos gegenüber den Menschen, sie so einzuschätzen. Aber er macht das. Und setzt darauf, dass es sich irgendwann totläuft, weil man immer die gleichen Dinge wiederholt und sagt, und aber nichts kommt, was das irgendwie, wo man das hinterher bewerten kann. Das ist eine Taktik. Ich glaube, er hält die für nicht nur für klug, sondern auch für einen Akt großer Souveränität. Das
macht mir alles nichts, lass ich abperlen, ich bin doch der Stärkere. Ich glaube aber, dass wir, wenn wir über die Frage reden, Bundeskanzler, was muss so jemand für Qualitäten mitbringen? Der muss einem Putin gegenüber sitzen können, der klare Vorstellungen hat, was er will. Der muss einem Biden gegenüber sitzen, der auch klare Vorstellungen hat, was er will. Der muss auf europäischer Ebene in sehr komplizierten Lagen den Überblick behalten und ein Ziel erreichen. Und all das, was von einem Bundeskanzler verlangt wird, erreicht man nicht dadurch, dass man schweigt, wenn es schwierig wird. Deswegen glaube ich, das ist in Wahrheit kein Zeichen von Stärke, sondern es ist genau das Gegenteil. Es ist ein konfliktscheuer Umgang mit Konflikten, mit Kritik, mit schwierigen Situationen. Ich glaube nicht, dass das Richtige ist, wie man so ein Amt führen muss. Zu den Mitarbeitern. Wirecard hatte natürlich Mitarbeiter, ich habe es nicht ganz genau im Kopf, aber 1500, 2000 ist jetzt das, was mir im Kopf hängen bleibt. Und diese Mitarbeiter sind ganz überwiegend ihrerseits Opfer der Betrügerklicke, die es da gibt. Das sind etwa so 20, 30 wohl, man weiß es nicht genau, die Öffentlichkeit weiß es nicht genau, gegen die ermittelt wird. Also kein Einzeltäter, aber auch eine kleine Bande, ja, die, und viele davon auch im Ausland tätig gewesen. In Aschheim saß eine Truppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die überwiegend der Meinung waren, dass sie bei einem gut funktionierenden Unternehmen arbeiten, die im Kundenkontakt waren, denn in Deutschland und Europa hatte Wirecard Kunden. Und das hat auch funktioniert mit dem Bezahlen. Es war jetzt nicht so spitze, wie sie immer erzählt haben, aber es ging. Die Kunden waren auch irgendwie größtenteils zufrieden. Und die Mitarbeiter haben da ihr Bestes gegeben, um die Software zu verbessern oder die Kunden zufriedenzustellen. Und die sind auch Opfer, weil wenn im Lebenslauf Wirecard steht, guckt man natürlich immer erstmal. Und mein Petitum ist deswegen auch, dass man wirklich diese Mitarbeiter nicht stigmatisiert. Ich kann nur sagen, es ist uns klar gesagt worden im Untersuchungsausschuss, zum Beispiel von der Assistentin von Markus Braun, vom Chef, die sagte wörtlich, wir da oben auf der Vorstandsetage, wir ahnten alle, dass hier was nicht stimmen kann, aber Zitat, die da unten, und damit waren alle anderen gemeint, haben davon keinen blassen Schimmer gehabt. Und das glaube ich der Frau, das muss man auch mit Blick auf die Mitarbeiter sagen. Ich hoffe, dass da viele inzwischen wieder was haben oder weiterarbeiten können. Ein Teil von Wirecard konnte ja auch verkauft werden. Aber das sind auch Menschen, die ganz, ganz hart getroffen worden sind durch das, was da vor allem auf Vorstandsebene gemacht worden ist. Also wir haben ja gelernt, wenn im Untersuchungsausschuss so komplizierte Fragen gestellt werden, weil es ein kompliziertes, kriminell durchdachtes Schema war und Scholz dann kompliziert antwortet, dass das bei den Wählern schwer hängen bleibt. Mich interessiert Ihre psychologische Einschätzung des Kandidaten Scholz. Sie haben ja im Untersuchungsausschuss ihm gegenüber gesessen, mehrere Stunden lang, und Sie und andere haben ihn ja schikaniert, gefragt, versucht, in die Enge zu treiben. Was ist Ihr psychologischer Eindruck von diesem Menschen? Scholz hat natürlich sich genau überlegt, wie er diese Sache von sich fernhalten kann. Also er war sehr tief gut vorbereitet. Plan A ist zwar nicht aufgegangen, der ursprüngliche Plan von ihm war, das Thema Wirecard versinkt in der großen Corona-Pandemie und den ja in vielerlei Hinsicht auch vordringlichen Fragen, mit denen wir uns da beschäftigt haben. Also es suppt weg, es kommt gar nicht vor, ist nicht aufgegangen. Der nächste Plan war, wir nehmen sozusagen alle unsere Behörden in Schutz, auch die BaFin, ist auch nicht aufgegangen. Der Präsident der BaFin musste dann abgelöst werden, als der Druck zu groß wurde, und seine Vizepräsidentin auch. Und der dritte Plan war dann, wenn man schon gewissermaßen die BaFin hat, wo man nicht mehr leugnen kann, dass da was schiefgegangen ist, dann muss man wenigstens sich in den Bergfried zurückziehen und sagen, BaFin hat schlecht gearbeitet, aber das Finanzministerium hat damit nichts zu tun. Und das war seine Verteidigungslinie, die wurde aufgebaut, zu sagen, ja, die Behörde hat es da schon irgendwie gemacht, aber die müssen ja nicht ständig in Berlin nachfragen, und das hat mit uns nichts zu tun, und wir bedauern das auch alle sehr, aber wir können auch nichts dafür. Also im Grunde alles an die BaFin abschieben. Die BaFin auch ein Stück weit zum Sündenbock machen. Ich muss leider auch sagen, dass der seinerzeitige Präsident der BaFin auch nichts dagegen unternommen hat, zum Sündenbock gemacht zu werden. Er wurde dann entlassen und musste gehen und hat das jetzt alles abgekriegt. Aber so lief es. Und natürlich jeder, der sich ein bisschen auskennt und weiß, was ist die Rechts- und Fachaufsicht des Ministeriums über die BaFin, der weiß auch, dass das Quatsch ist, dass die BaFin da alleine entschieden hat. Und das ist ja am Ende auch sozusagen die Kritik, die an Olaf Scholz hängen geblieben ist.
sie ist auch ein bisschen hängen geblieben. Also in den letzten 6, 7 Monaten ist kein Porträt über Olaf Scholz verfasst worden und kein Interview mit ihm geführt worden, wenn es ein größeres Interview war, wo er nicht befragt worden ist zu den Skandalen in seinem Bereich. Und er musste dann immer wieder gerade rücken und so. Also er hat schon Blessuren davongetragen, aber am Ende ist es schon auch ein sehr kompliziertes Thema. Und ihm hat sicher auch geholfen, dass noch vor 2 Monaten kein Mensch dran geglaubt hat, dass der noch Kanzler werden kann. Und da haben natürlich auch viele abgewunken, gesagt, jetzt doch, was arbeitet ihr euch denn an dem Scholz ab? Der ist doch eh im Oktober in Rente. Das habe ich oft gehört, ja. Also das war auch deshalb nicht interessant, weil viele den schon abgeschrieben hatten. Und insofern hat ihm die eigene Schwäche auch ein Stück weit geholfen.